zwei von diesen großen. Da muss ich mich jetzt ein bisschen verstecken, habe ein bisschen Angst. Weil wenn die einen treffen, dann ziehen... Ja, gut. Sehr gut demonstriert. Hallo, ich bin Xami. Und heute spiele ich Hades. Oder Hades. Das Spiel gibt es schon eine Weile. Aber das kommt jetzt in den Game Pass. Und das ist doch eine gute Gelegenheit, mal einen Run zu starten. Few tales are told of Hades, whose very name inspires die Stimme ist schon cool irgendwie. Reminding us of the inevitable fate which we all share. Das ist jetzt wirklich der allererste Run. Und ich bin gespannt, wie weit man kommt. Es ist ja ein Roguelike-Spiel. So, da sind wir schon. Wieder diese klassische Perspektive der Supergiant Games. Und los geht's. Okay, ich spiele mit dem Controller. Hier ist noch nicht viel los. Sieht aber toll aus. So, hier geht's weiter. RB drücken, dann geht's in den nächsten Raum. Kapiert. Oh, was ist hier? Erstmal nichts. Oh, das sieht aus wie ein Gegner. Der hat ein Ausrufezeichen auf dem Kopf. Was mache ich? X. Mit X greife ich an. Ah, mit A kann ich ausweichen. Da sprintet er kurz. Oh, da kommen gleich die nächsten. Ich glaube, ich muss den Raum hier klären. Ui, zack. Und weg. Die sind recht langsam, die Gegner. Das heißt, ich muss einfach dahinter sprinten und dann... Oh, jetzt ein neuer Gegner da. Werde ich gleich eingeführt in... Oh, die schießen in verschiedene Gegnerarten. Noch einer. Und weiter geht's. Oh, nein, noch mehr. Jetzt geht's hier richtig los. Zack, zack, zack. Komm her. Zack, 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 zack. Und die schießen. Dadurch, dass ich so sprinten kann mit A... Oh, jetzt habe ich was. It's got to be her. Then here goes nothing. Here goes nothing. In the name of Hades, Olympus, I accept this message. Hail, noble cousin. Now, let's get you from that miserable place. I'll see that all of us upon Olympus do our part, beginning here with me. Ah, ich darf mir etwas aussuchen. Ja, Attacke, Schuss, Sport. Machen wir mal ein bisschen meine Attacke etwas stärker. Und weiter geht's. Nächster Raum. Oh, oh, Totenköpfe. Oh, 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 ja, oh, Spikes. Hilfe, ich bin in die Spikes gekommen. Oh, das muss man jetzt. Oh, rot, ich muss weg. Eieiei. So, wieder dieser langsame. Und wieder die Spikes. Bin rechtzeitig weggekommen. Oh ja, zack, zack. Also dadurch, dass ich so gut sprinten kann, wollte ich sagen, ist das recht flink, das Spiel. Das ist... Du musst echt auf viel achten. Ab, Sekunde. Ah, weg. Komm her. Jetzt geh langsam noch. Wo man dann landet, wenn man den Sprintknopf gedrückt hat. So. Weiter geht's. Was eingesammelt. Ups. Das Ding geht. Das explodiert. Jawohl. Okay. Verstanden. So, hier gibt es wieder dieses Zeichen, wo dran stand, ich durfte mir was aussuchen vorhin. Vielleicht darf ich mir wieder was aussuchen. So, was kann ich denn noch? Also ich kann... Ups, Spikes durch... Ah, alles klar. Durch die Spikes kann ich durchsprinten. So, X war genau an... Und... Komm her, das sind neue Gegner. Die machen irgendwie so einen Ausholschlag. Und... Schauen wir mal. Unten steht noch 1 von 1. Das ist so ein... Ich weiß nicht, ob das... Oh, nee. Mit B kann ich so einen roten Stein werfen. Das ist interessant. Und dieser Stein erscheint dann auf dem Gegner. So, komm her, ich zeig's mal hier. B und zack. Macht sogar Schaden. Und ich vermute, dass man diesen Stein dann hochskillen kann, dass er vielleicht noch mehr Schaden macht oder andere Fähigkeiten. So, jetzt kommt wieder ein Auswahlmenü. Also jetzt, die sind auch kategorisiert. Oben ist jetzt selten. Das nehme ich mal, weil ich so oft sprinte. Und wenn dieser Sprint jetzt auch noch Schaden macht, oder ausweichen, Dodge, je nachdem, wie man das nennen möchte, ist das quasi auch ein Angriffsmittel. Oh, ein Schlüssel? Ah, jetzt darf ich sogar auswählen. Schlüssel kenne ich noch nicht. Das kenne ich hier schon. Gehen wir mal zum Schlüssel hier. Zack. Ups, wieder diese... Und jetzt... Ach, jetzt bin ich gleich erwischt worden, habe ich nicht aufgepasst. So, jetzt muss ich den, habe ich den Stein an den Kopf geschmissen und die erwischen mich ganz schön. Zack, zack. Okay. Ja, der erwischt mich wieder. Oh, ich bin halb tot. 15 nur noch.
Das war jetzt keine gute Runde. Zack. Bisschen aufpassen hier, bisschen konzentrieren. So, schnell weg. Einfach angreifen lassen und dann schnell weg. Und dann mit meinem Spurt angreifen. Das ging noch ganz gut. Jetzt habe ich den Schlüssel. Ich mag, dass der Charakter immer dazwischen spricht, kommentiert. Das ist gut gemacht. So, kann ich hier das zerhauen? Nee, da ist nichts drin. Das auch nicht. 15 Energie. Nächster Raum. Oh, da wieder diese Blobs. An den Kopf geschmissen. Im Stein schmeißen bin ich schon ganz gut. So, ich weiche mal ein bisschen aus. Ich habe ein bisschen Angst um meine Energie. So, jetzt angreifen mit Spurt und jetzt gar nicht zum Angriff kommen lassen. Wenn die erstmal die Angriffsanimation gestartet haben, gehen die auch nur in die Richtung. Das heißt, wenn ich sehe, die Angriff startet, kann ich drumrum und angreifen. Der nächste. Stein auf den Kopf und Angriff. Oh, der weiß gar nicht, was ihm da widerfährt. So, jetzt kommen kleinere Gegner hier. Das sind, glaube ich, die schießen. Diese Wände, die schützen mich ein bisschen. Das finde ich ganz angenehm. Bin nicht ganz so offen und von überall angreifbar. Und weg. Oh. Eine Münze der Toten. Nehmen wir mit. Schlüssel kennen wir schon. Gehen wir mal hier rein. Was ist das? Ein Beutel? Andere Musik? Ah, hier kann ich einkaufen mit meinen Münzen, die ich gesammelt habe. Unten rechts habe ich 166 Münzen. Okay, der sagt nicht viel hier. Well, good to see you, Charon, mate. Just minding my own business, taking in the sights. And hey, what's that you got? Some sort of wares for sale? And I'll just have a look around. Ja, nehmen wir mal was mit. Was habe ich? 166 und ich habe wenig Energie. Dann nehme ich mal den Burger und die Pommes. Ich hoffe, jawohl. Jetzt habe ich wieder 35. Jetzt habe ich wieder 35 Energie. Oh, ich kann noch mal upgraden. Oh, Attacke oder Spurt? Bin hin und her gerissen. Spurt. They must have lots of these upon Olympus. Das blinkt. Hier ist auch nichts. Ja. Eine kurze Erklärung. Ja, ich habe mich für Spurt entschieden, weil ich dann das doch häufig nutze. Das ist quasi eine passive Verbesserung und da verspreche ich mir mehr von. So, kaputt. Oh, die sind gelb. Was haben die erstmal? Oh Mist, jetzt hat der Totenkopf meinen Stein abgefangen und jetzt liegt mein Stein da hinten. Gut, warten wir kurz ab. Da kommt der nächste Totenkopf. Ah, der kann quer hier rüber, der muss sich nicht dran halten an die Wege. Und jetzt kommt der mit der Energie, mit der gelben Energie. Jetzt muss ich ein bisschen aufpassen, was das... Okay, die Energie scheint einfach ein Schild zu sein, die gelbe. Und das muss ich runterkämpfen und dann gibt es die normale rote Energie. So, Stein auf den Kopf und zack, 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 komm her, Totenkopf. Und zack, 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 oh, getroffen, zack, 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 zack. Ganz schön chaotisch hier gerade. Aber dadurch, dass man spurtet und dabei auch, ich glaube, keinen Schaden nimmt, zumindest ich gerade nicht, ist das gut kontrollierbar alles. Macht richtig Spaß. Und wieder zum Upgraden. Na, diesmal aber die Attacke. Jetzt hatte ich gerade den Spurt abgegradet. Genau, jetzt gibt es die Attacke. So, ist hier irgendwas drin? Findet man überhaupt was? Lohnt sich das hier kaputt zu hauen? Ah, alles klar. Das sind meine... Das ist das, was ich bekomme, habe ich schon gelernt. Schlüssel oder hier Pinky. Nee, halt, das ist lila. Das ist cool, dass man auch von Weitem ein bisschen angreifen kann. Oh. Komm auch auf mich zu. Ah, die Deflekten, also die... Wenn ich Spurt mache, dann... Dann gehen die, ich muss mich konzentrieren hier. Dann gehen die Schüsse, die Projektile der Gegner, prallen ab. Gut zu wissen. Das heißt, ich kann wirklich aktiv in die Projektile rein. Mehr Stein auf den Kopf. Und du bist recht langsam. Komm her. Mein Stein habe ich wieder. Jetzt geht's hier wieder los. Stein geschmissen, getroffen. So, jetzt hat sie der Blobmensch auch so ein Schild, so ein gelbes. Okay, jetzt muss ich erstmal alle weghauen, die auf mich aus der Entfernung schießen können. Dann kümmere ich mich um den Großen. So. Oh, Miss Spikes. Ah, komm her. Und du hier oben noch. So, jetzt kommst du großer dran. Zack, zack, zack. Schnell weg. Schmeißen. Ah, schon fast weg hier. Komm, komm, komm. Und lila. Sehr gut. Ich verstehe das Spiel und macht Spaß. Macht sehr viel Spaß.
in den nächsten Raum hier. Das links, das kenne ich noch nicht. Und das rechts hier auch nicht. Pfeile, versuchen wir die Pfeile. Und ja, zwei von diesen großen. Da muss ich mich jetzt ein bisschen verstecken, habe ein bisschen Angst. Weil wenn die einen treffen, dann ziehen... Ja, gut. Sehr gut demonstriert, dann verlierst du auch viel Energie. Und das habe ich gerade, 14 Energie im Roten. Der Bildschirm, der ist schon rot eingefärbt jetzt. Trotzdem habe ich die beiden noch besiegt. So, hier den Stein auf den Kopf. Zack, zack, komm. Und dreh dich nicht um, dreh dich. Ich bin noch hier. Ja, genau, das bin ich. Das dauert jetzt eine Weile. Also das, denke ich mal, ist dann auch das Spielziel, sich zu verbessern, die Waffen verbessern, vielleicht andere Waffen zu bekommen. So, weg. Stein wieder eingesammelt. So, jetzt spawnt hier alles um mich rum. Muss ein bisschen aufpassen. Zack. Zack. So, ich habe jetzt wirklich wenig Energie. Jetzt muss ich ein bisschen... Hey, das war nicht gut. Vier Energie. So, ah. Ha. Ich habe ihn in die Spikes gedrückt. Sehr gut. Und, ah. Kaputt. Jetzt habe ich diesen Pfeil. Was ist das? Ah, eine andere Gottheit. Aha. Und ich darf mir jetzt wahrscheinlich wieder was aussuchen. Bin gespannt. Zeig her, zeig her. Oh, ein tödlicher Tusch. Pfeilgrade. Druckpunkte. Schwer. Ich glaube, ich nehme das. Und das schaltet irgendwas auf Y frei. Das probiere ich mal aus. Boom. Ah, alles klar. Er hat auf dem Boden und wird wahrscheinlich alle Gegner in der Umgebung treffen, die in diesem Kreis sind. Oh, das versuche ich jetzt nochmal. Wie viel Energie habe ich noch? 4. Zumindest im nächsten Raum nochmal auszuprobieren. Und los geht's. Oh, viele Totenköpfe, die sind schnell. Das ist jetzt unangenehm. Ich probiere mal. Gut, den ersten habe ich schon mal. Schade, dass der Stein nicht automatisch zurückkommt. So, zack, zack. Da habe ich meinen Stein wieder. Und jetzt mal Y probieren gleich hier bei den nächsten. Und hier sind viele. Trau mich nicht. Ah, zack, da war's. Ja, funktioniert. Und hier ist es nochmal, genau. Super. Also das ist wirklich, wenn man umringt wird von vielen Gegnern, kann man einfach Y benutzen. Und das hilft. Aber nicht unendlich. Und jetzt hat es mich erwischt. Ja, Hades. Oder Hades. Macht Spaß. Fluffig werde ich weiterspielen. Mal schauen, wie viele Runs ich brauche, um das erste Mal das Spiel zu schaffen. I'm home. Yes, carry on, everyone. Don't mind me.